Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier in Spielberg beim Qualifying. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder einmal während der heutigen Qualifying-Session Gesellschaft leisten. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die heutige Show, bei der uns hoffentlich ein spannender Wettkampf um die Pole Position geboten wird. Und während... Ja, Heiko, was sind denn hier? Oh, Kühlsystem. Es gibt ein Problem mit dem Kühlsystem und wir werden ein paar Minuten für die Reparatur brauchen. Okay, schon das erste Problem mit dem Kühlsystem. Sehr schlecht. Jetzt sind wieder gerade alle auf der Achse hier. Da ist immer noch nicht alles ausgetauscht. Schlecht eigentlich. Sehr schlecht. Gut, gehen wir noch auf eine schnelle Runde. Frontflügel ist beschädigt. Er wird die Performance beeinflussen. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Jo,
Das war, glaube ich, eigentlich nicht mal so schlecht. Wenn wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Der Falke, Verstappen und Sebastian Vettel. Für heute war's das. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es um den großen Preis geht. Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt auf 11 stehen. Eine Startaufstellung mit 2. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Schlafplätzen. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Das muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. Klasse, das war dann alles. Jo, dann werden wir mal sehen, was das ausmachen wird. Ich möchte hier eigentlich Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Jo, das werden wir dann wissen in der Startaufstellung, wo wir jetzt stehen. Ich denke, wahrscheinlich irgendwo um die Startplatz 10 herum wird es wahrscheinlich schon sein. Das sieht eigentlich alles sehr positiv aus. Die nächsten Upgrades kriegen wir in Großbritannien, das nächste Rennen. Ja, da sind wir jetzt immer noch vor McLaren. Mal schauen, vielleicht können wir da schon wieder etwas investieren. Ne, sind wir noch weit weg. Hier könnte man es investieren. Wie will mich das bringen? Das ist wenig. Ja, das bringt eigentlich alles relativ wenig. Wohin bringt mich das? Ja, das habe ich jetzt schon. Gut, da sind sie eh schon am entwickeln. Von dem her geht das eh nicht. Wenn ich das hier entwickle, was bringt mir das? Verwendungsmotorhaltbarkeit um weiter 30% erhöht. Das haben wir jetzt gemacht. Und im Gange. Könnte eigentlich das mal noch machen, so die Energiespeicherhaltbarkeit erhöhen. Da das Getriebe, GUH, MGUK, Steuerelektronik. Hm.
Nehmen wir das noch dazu. Dann haben wir das nämlich in Großbritannien auch schon. Gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns beim Rennen wieder. Bis dann. Tschüss.